Liebe Aktivistinnen, liebe Aktivisten in Istanbul, liebe Demonstrierenden und liebe Demonstranten der Istanbul LGBT Pride. Mein Name ist Mechthild Rawat, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Ich habe bereits zweimal im Jahr 2009 und im Jahr 2013 an der Istanbul Pride teilgenommen. Und es war mir jedes Mal eine Freude, an dieser friedlich verlaufenden Demonstration mit so vielen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgeschlechtlichen und Intergeschlechtlichen teilzunehmen. Und ich kann da sagen, wir hatten viel, viel Freude und es war eine machtvolle Demonstration, ein toller, bunter Marsch. Ich habe vernommen, dass das Istanbuler Gouverneursamt am 17. Juni aus Gründen der Wahrung der Sicherheit und auch der öffentlichen Ordnung nun wieder ein Verbot der Trans Pride Umzuges am 19. Juni und auch ein Verbot der Istanbul Pride Veranstaltung am 26. Juni verkündet hat. Dieses Verbot verstehe ich nicht und ich kann auch sagen, meiner Meinung nach entspricht dieses auch nicht dem Recht auf Versammlungsfreiheit, welches selbstverständlich auch die LGBTI-Community hat. Ich habe daher den Gouverneur von Istanbul, Herrn Vasip Sayan, am 20. Juni angeschrieben und ihn gebeten, das Verbot für den 26. Juni wieder rückgängig zu machen. Denn die Istanbul Pride ist angemeldet und sie war friedlich. Und ich bin auch der Meinung, dass die Polizei diese Istanbul Pride Veranstaltung zu schützen hat. Die Polizei sollte hier als Freund und Helfer agieren. Es ist Aufgabe des Staates, mit rechtsstaatlichen Mitteln auf demokratischer Grundlage friedliche Demonstrationen, die rechtmäßig angemeldet sind und in friedlicher Art und Weise durchgeführt werden, auch tatsächlich zu ermöglichen. Da der Staat muss Meinungsfreiheit gewährleisten. Mit großer Empörung habe ich daher auch von den Anschlägen, also islamistischer und rechtsnationaler Gruppen, auf den Plattenladen gehört, schlicht und ergreifend mit den Vorwürfen, sie wären verwestlicht, sie würden Alkohol trinken und sie würden den Ramadan somit nicht ehren. Dies sind natürlich unbewiesene Tatsachen, nur weil Mensch Schallplatten hört, ist es aus meiner Sicht heraus kein Verstoß, also gegen die Religionsfreiheit. In dieser Woche war ich auch in Straßburg. Dort fand die dritte Teilsitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates statt. Und ich habe auch in meiner Rede zur Situation in der Türkei auch auf dieses Verbot hingewiesen. Die Türkei war 1949 Gründungsmitglied des Europarates, des europäischen Hortes der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie. Infolgedessen bitte ich doch sehr, dass die Türkei sich auch an ihre eigenen Regeln hält. Liebe LGBT-Community, ich mache mich dafür stark, dass die Rechte der LGBT-Community überall in Deutschland und in der Türkei, in Berlin als auch in Istanbul umgesetzt werden. Wir alle wünschen uns immer wieder die Möglichkeit, für diese Rechte auch einzustehen und zu demonstrieren. Wir alle wünschen uns Rechtsstaatlichkeit in unseren Staaten und wir alle wünschen uns einen gemeinsamen Kampf gegen Hetzkampagnen, gegen Diskriminierung und selbstverständlich auch gegen die Verfolgung von Mitgliedern der LGBTI-Community. Es ist doch so, Liebe verdient Respekt und Liebe gefährdet mit Sicherheit nicht die Stabilität eines Staates. Sei es die Stabilität der Türkei, sei es die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland. Ich wünsche uns also allen einen friedlichen und gewaltfreien Pride March. Als eure Weggefährtin stehe ich fest an eurer Seite. Lasst uns demonstrieren, lasst uns Freude haben,
Wir dienen der Liebe. Eure Mechtild Ravot.